Hiya. Doc. What are you doing here? The master will not be pleased. That's kind of dumb. And you come with Krish. Evil, evil Krish. Krish is bad, and you are bad for helping him. What is it you want? You should leave. This was not our doing. Not even Krish could have done this. He was too busy here. I was too busy here. The master is gone. Gone with the wolves. Big wolves. Evil wolves. Wolves that walk like men. Took the master days ago. No time for the fat horkers, and Dulk did none of this. Yes, yes, the master is gone. He must return soon. The wolves came and took him away. Big wolves, evil wolves, wolf that walk like men. Left Dulk all alone. But the master will be back soon. The master must come back soon. No more to say, no more to say. The fat ones are dead, but we know nothing of it. Okay. Wo ist Krish eigentlich? Ja. I got nothing more to do with you. Finish your business and get out of here quick. I've got work to do. I figured I'm in good shape now. I'll have to redecorate a bit, but it'll work. Things are looking up. Taken care of, obviously. I'm that good. I told you what I know, Wood Elf, and I've got my own problems. Okay, Krish, viel Spaß damit. Hätte eigentlich Bock, die beiden Kollegen hier, Krish und Dulk, die beiden auch noch irgendwie umzulegen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Some Drakes. Bear Shield, okay. Mach mit, gerne. Yes! Yes. Ich würde sagen, wir legen ein bisschen was von dem... Ja, ein bisschen was von dem Nordmeat am besten ab. So ungefähr 13, wenn wir laufen können. Sehr gut. Wir haben ja teilweise aber auch echt extrem OP... Weapons. Also Ebony Maces und sowas. Hallo. Gold! Also wenn der Kollege hier Platz in diesem Thron hat... Dann haben wir es mal mit etwas extrem Großem zu tun, definitiv. Holy shit. Hell yeah. Who the man? Oh, who the man? Yeah. Ah doch, ja. Die Boos waren Glass Boos. Ich dachte gerade schon, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Log 50. Scheint bei allen irgendwie der Fall zu sein. Nehmen wir mal unseren Handschuh hier wieder. Geht das Ganze ein bisschen leichter von der Hand. Security. Yes, allerdings. Halt den Moment. Na, das war's nicht. Diese ganzen Bargain-Dinger und so weiter, die können wir eigentlich sowieso uns direkt hinter die Kieben heben. Weil die nicht viel bringen. Reparieren wir das auch nochmal. Oh. Wenn wir die Dinge auch ein bisschen was in Value bringen, wenn wir sie verkaufen. Aber können wir ein bisschen was an Nordmeat anscheinend mitnehmen. Oh, hallo. Hallo, hallo. Aber Emerald, Ruby, Sapphire, Bonfire. Eigentlich Diamond, aber ja. Buddha Army. Restore Health, 10 Points, gibt ein bisschen was an Value. Oh yeah. That's the feeling. Wir haben Strength 600, wenn wir uns hier mit, was war es, Matzte, glaube ich war es, hinter die Kieben schieben. Silver Dart, Slow Leaf, gerne. Cork Bulb Bolt. Und Health Potion. Steel Arrow. Okay, ansonsten haben wir hier anscheinend nichts. Das ist wahrscheinlich dann der Platz für die Hawker, für die Rieklinge wahrscheinlich. Wenn die mit ihm zusammen... Also er arbeitet mit ihm zusammen. Mit Castle... Mit Karstag, aber hier, wie heißt der? Krish da hinten anscheinend nicht. Also ein bisschen komisch, wie die Rollen hier verteilt sind, aber okay. Karstags Chambers. Noch mehr Loot.
Was gar nicht so gut ist, weil ich kaum noch Inventory Space habe. Fire Shield und Bound Dagger. Drokeress. Wie viel wiegt der? 27. Also müssen wir wieder ein bisschen was an Nordmeat loswerden. Genau genommen so 27. Weil das definitiv mehr Value hat. Okay. Ah, können wir leider nicht mitnehmen. Ebony Maze, mein Gott, wir haben ja echt verdammt krassen Loot. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass Karstark anscheinend die Kollegen alle gekillt hat, sehe ich da langsam unsere Chancen, den Kollegen zu legen, irgendwie dahin schwinden. Er sieht nicht mehr allzu gut aus. Freut mich, wenn wir so oft Lockpick Feld haben. Dwarven Crossbow. Moment, wie viel Value hat das Ding? 1200. Ah, es war klar, dass wir jetzt auch encumbered sind mit dem einen Lockpick. Gebe ich da einen hiervon. Wir können, glaube ich, leider jetzt sowieso nichts mehr mitnehmen, aber wir können ja mal schauen, was uns hier an Loot letzten Endes entgeht. Glass Frost Sword zum Beispiel. Nordic Silver Battle Axe. Nordic Silver Mace. Larry Mace. Und Nordic Mail Boots. Das ist alles Coole, die uns eher durch die Lappen geht quasi. Noch eine Battle Axe. Okay. Ach, und hier nächtigt der gute Herr anscheinend. Hier in diesem Ding. Mit ein paar Leichen anscheinend auch noch. Sehr gut. Master's Lockpick. Da legen wir hier einen davon ab. Ah, noch eine Maze. Oh, big boy. Noch ein Lockpick. Die Dinger geben uns dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle. Okay. Also hier in den privaten Gemächern quasi von guten Karstark. Karstark ist hier wirklich nirgendwo aufzufinden. Hier unten haben wir ja noch was. Bulb. Sonst haben wir hier nichts. Nein, das tut mir in dem Fall nicht leid, dass ich die Dinger da nicht mitnehmen kann. Das ist kein Problem, damit komme ich klar. Alles andere wiederum ist ein bisschen scheiße. So, save mal das Ganze. Okay, Dog knows nothing about the dead Horkers. He tells me that his master Karstark disappeared days ago after werewolves appeared at his door. The rest of the giants, minions, have been involved in the rebellion at the castle and could not have caused the deaths of the Horkers. I should report these findings to Windeye. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auch wieder zurück hier in diese Cave gehen, weil wir hier echt noch ein paar Sachen haben, die wir mitnehmen können und sollten. Weil die ordentlich Value bringen. Moment, ich brauche hier muss ich hin. Erstmal brauche ich meine Grief wieder. So, dann brauche ich Amulet of Recall. Let's go! Hell yeah. Have you learned more about the death of the Horkers yet? Or the involvement of Karstark and his Reekling minions? I feared as much. Even those creatures could not have caused such carnage. This is a bad sign, now only Lovelation, it is Junior, and I fear we have not yet seen the worst. Take this. From what I hear of those Graal,
It will be a valuable aid to you. Perhaps it will keep you safe during the troubled times ahead. Now I fear we must speak more about the Blood Moon prophecy. I have heard them called that. We do not know what they really are. Perhaps an evil spirit, perhaps a great beast. Whatever they are dangerous. Their claws and tusks rend armor and tear flesh. They will attack alone or in packs. Take care when they are near. Okay, die Blade hat 70. Mal schauen, irgendeine Blade hat uns gerade gegeben. Stalrim Longsword of Flame. Fucking value, mein Gott. 4 bis 50, Longblade One-Handed. Fire Damage, 5 to 10 Points for 5 Seconds und Weakness to Fire, 50% for 5 Seconds. Sehr gute Sache. Ich mache jetzt folgendes. Ich werde die ganzen Sachen verkaufen, gehe nochmal zu Castle Karstark, raide da alles, verkauf das und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind übrigens momentan, könnt ihr euch schon mal merken, bei 77.000 Gold. Mal gucken, auf wie viel wir sind, wenn ich die ganzen Sachen, oder ein paar Sachen da geraidet habe. Weil der ganze Loot, das kann man nicht einfach so stehen lassen, ganz ehrlich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Leider kam ich nicht mehr in die Banquet Hall rein, weil anscheinend Krish irgendwie nicht mehr da ist. Es ist ein bisschen blöd, hätten wir uns einen Waymarker vielleicht gesetzt mit Recall, mit Mark und Recall. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, da nochmal reinzukommen. Leider habe ich das komplett eben versäumt. Was ein bisschen blöd ist, deswegen haben wir nicht allzu viele coole gemacht, aber wir sind zumindest mittlerweile auf 95.000. Immerhin. Ominous Signs. They are many, and I fear they relate to the Blood Moon prophecy. It is time we spoke of this. The legend tells of a time that occurs once in each era. So wie Sin quasi aus Final Fantasy X. When a demon god will walk the land in the company of his hounds, creatures of terrible might. He is the hunter, and his coming is preceded by three signs. I had prayed that I had misread the signs, misunderstood the prophecy, but I am sure it is not so. The first tells of a fire from the Eye of Glass that we have seen on Lake Fjalding, though I had hoped it was the mere magic of the Draugr Lord. Was ja eigentlich auch. Next, the prophecy tells us the tide of woe. Even now, our shores are lined with the corpses of the Horkers, dead for a reason we cannot fathom. Finally, the prophecy tells us of the Blood Moon, when the young moon itself runs red with the blood of the hunter's prey. Look to the sky's blood skull, the third sign is upon us, now we wait for the hunter's game. Okay, jetzt können wir es gerade schlecht sehen allerdings, weil es gerade momentan hier Schneefall ist, aber okay. Hunter's Game. According to legend, it varies from era to era. Our grandfathers tell of a time when the hunter and his hounds preyed upon entire tribes of men taken to the hunting grounds. The men were hunted by the hounds. The ones that died were the lucky. The survivors faced the hunter himself. In another era, the hunter took only a single man as his prey. It is said if the prey can last through the Blood Moon, the hunter returns to his demon realm for another era. We have only to await the hunter's plan. There is little to be done until he lets it be known to us. Certainly it will not be long. I fear for our people, Bloodskull. There is little I can do to protect them in these times. I have only to pray to the Allmaker that he watches over us and keeps us from the hunter's grasp. Okay. Ich glaube, das triggern wir tatsächlich, wenn wir... Es klingt aber einfach geil, ne? Hier von wegen so ein Hunting Game und Hunting Grounds. Das hat schon was. Wir safen mal. Und das ist übrigens auch mein lieblingster Aedra-Lord, einfach weil er hier eben mit Solstheim in verbunden steht. Wenn wir einfach resten, ich glaube, da reicht auch eine Stunde. Oh! Fucking. Oh, okay. Hallo. Alright. Ah, you have arrived. The others have been here for days now, and you are the last. It is time for my hunt, and you are to take part. I have chosen only the most worthy to take part in the hunt. Carius of the Imperials, Heartfang of the Skull, the Frost Giant Karstab, and you. You have proven yourself a worthy hunter. And so, you have been given this honor.
You and the others are to find your way to my hunting grounds. Take great care, as only one of you will earn the glory of facing the hunter himself in battle while the blood moon lights the sky. The others have gone ahead, so only you remain to begin. Beware, mortal. My hounds are about, and they hunger for blood. Perhaps I will see you soon. Now go.